Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Film. Nachdem ich euch in der letzten Woche schon eine Survival-Dose vorgestellt hatte, habe ich mal geschaut, was ich sonst noch an Dosen rumfliegen habe. Und hier habe ich eine wunderschöne Dose von G-Shock. Und ich habe mir gedacht, ich packe hier mal ein neues Equipment zusammen, dass wir einfach mal zum Vergleich haben, was würde denn noch gehen. Die Dose selber hat einen Durchmesser von ungefähr 10,5, 11 cm und eine Höhe von etwas mehr als 7 cm. Und dann schauen wir mal, was hier alles so Schönes drin ist. Der Deckel ist magnetisch gehalten, das zeige ich euch gleich nochmal. Aber hier hätten wir als erstes mal einen ganz normalen Magneten. Ein Tampon als Zundermaterial oder halt auch einfach zum Nasenbluten etc. Hier haben wir schon mal ein kleines Multitool. Das habe ich einfach nur eingepackt wegen der Zange. Die ist halt sehr praktisch, wenn man mal irgendwie einen Hering aus dem Boden herausziehen will oder etwas ähnliches. Oder vielleicht auch einfach mal eine Nuss knacken. Und das Ganze ist so lächerlich klein. Es hat eine Länge von ungefähr 8 cm, eine Breite von etwas mehr als 2 cm. Und es trägt halt nicht auf, weil es halt unheimlich leicht ist. Dann hier nochmal etwas Watte, ebenfalls wie gesagt als Zundermaterial. Dann habe ich hier 30 Meter Dyneema-Schnur zum Angeln beispielsweise oder aber auch um eine Plane abzuspannen etc. Und die finde ich halt wesentlich, ja, sag mal vom Volumen her deutlich kleiner als wie jetzt beispielsweise Paracord, aber ungeheuer reißfest. Also das ist jetzt eine 0,5er Schnur, die hat eine Reißfestigkeit von 47 Kilo. Also das ist echt brutal und sehr, sehr stark, wenn man halt Sachen abspannen möchte oder etwas zusammenknoten möchte etc. Dann habe ich hier natürlich auch etwas Zundermaterial in Form von harzgetränktem Holz, also Kienspan. Hier habe ich jetzt Wasserentkeimungstabletten von Micropur Forte. 5 Stück. Jede Tablette reicht für 1 Liter. Das heißt also, ich könnte hiermit 5 Liter Wasser reinigen. Natürlich, ich bevorzuge eigentlich Wasserfilter, weil dann halt die ganzen Partikel herausgefiltert werden. Und hierbei ist es so, das tötet einfach nur alles ab, was in dem Wasser drin ist. Und ihr trinkt dann im Endeffekt ja, die toten Keime mit. Aber es ist immer noch besser als wie gar nichts. Ich hatte euch hier schon das Multitool gezeigt von Monkeys. Und hier habe ich nochmal eine Taschenlampe von Monkeys. Die finde ich auch ziemlich cool, weil die wird halt über Solar aufgeladen und hat halt die Möglichkeit, per Kurbel betrieben zu werden. Und hier ist halt der Ein-Ausschalter. Das, ja, man sieht es hier leider nicht. Wenn es wirklich richtig, richtig dunkel ist, dann macht das schon einen Unterschied aus. Natürlich jetzt nicht, um damit im Wald spazieren zu gehen, aber beispielsweise ums Schlüsselloch zu finden oder mal einen Gegenstand im Zelt zu suchen oder sowas. Es nervt natürlich, wenn man hier die ganze Zeit am Kurbeln ist. Und ich hatte überlegt, ob ich hier vielleicht noch eine andere Taschenlampe reintun kann, wie zum Beispiel meine kleine Tiki, die ich letzte Woche vorgestellt hatte. Die würde natürlich auch gehen, aber ich wollte halt einfach mal eine Alternative vorstellen. Und die hat mich, ich glaube, 5 oder 6 € gekostet. Das ist so lächerlich gering. Vom Prinzip her super, wie gesagt, durch Solar aufgeladen. Die lag jetzt fast 2 Jahre lang auf dem Dachboden. Und natürlich ist der Akku leer. Man könnte jetzt hier eine Zeit lang kurbeln oder sie eben in die Sonne legen. Und dann wäre sie wieder ordentlich voll. Was bei mir generell nie fehlen darf, ist natürlich Panzerband. Das sind jetzt, ich glaube, 5 Meter waren es ungefähr aufgerollt. Unheimlich praktisch. Ein Durchmesser von vielleicht 1 Zentimeter. Ja, sagen wir 12 Millimeter. 5 Meter Paracord. Unheimlich handlich verpackt und trägt auch kaum auf. Dann nehmen wir als nächstes mal hier die Dose. Jetzt seht ihr schon hier diese Magnete. Die Magnete brauche ich einfach nur, weil der Deckel, der sitzt etwas locker
Und wenn ich die Magnete halt hier innen dran mache, dann wird der Deckel durch die Magnete gehalten. Das hält also auch ziemlich gut. Nur halt ohne Deckel wird es nicht funktionieren. Aber jetzt kommen wir erstmal zu dieser kleinen schönen Dose hier. Da habe ich wieder drin Angelschnur, also separat nochmal, dass ich halt nicht nur auf die Angelschnur sitzen muss, sondern auch hier diese normale Nylonschnur habe. Auch wieder etwas Tuntmaterial, Streichhölzer plus Reibefläche. Und hier in der Dose sind halt jede Menge Angelhaken drin, Köder, Bleigewichte, Büroklammern, Heftzwecken, alles so, wo man sich halt dran pieken könnte. Das habe ich jetzt hier reingepackt. Und ihr seht, hier wäre also auch noch etwas Platz drin, dass man hier auch noch andere Sachen reinpacken könnte. Vielleicht noch etwas mehr als Köder oder Zündmaterialien etc. Dann natürlich Draht. Ich weiß nicht, wie viel Draht es ist. Ich hatte mir die Rolle gekauft. Ich habe nicht darauf geachtet, wie viel es waren, ob es jetzt 5 Meter waren oder vielleicht sogar 10 Meter. Aber es ist Aluminiumdraht, das heißt, der lässt sich sehr leicht verbiegen, ist aber trotzdem reißfest bis zu einem gewissen Grad. Natürlich würde der brechen, wenn man den zu oft hin und her hebelt, aber ich sag mal so, um etwas zu befestigen oder vielleicht um mal eben ein Loch in der Hose, einen Riss etc. zu flicken, einfach den Draht rumwickeln. Oder wenn man jetzt zum Beispiel ein Poncho dabei hat und möchte den als Tarp verwenden, kann man das oben um die Kapuze rumwickeln. Oder natürlich kann man auch damit eine kleine Falle bauen, eine Schlingfalle etc. Draht ist immer ganz gut. Zum Reinigen, Brillenputztuch oder zum Desinfizieren der Hände. Dann natürlich nochmal Pflaster, ganz normale Heftpflaster. Ein Feuerstahl, der hier an den Magneten festhängt. Ich glaube, den hatte ich letzte Woche auch schon mal vorgestellt, beziehungsweise ist das ein ganz normaler kleiner Feuerstahl, Durchmesser 5 mm, Länge 4 cm, reicht also, um da ein paar hunderte Male Feuer mit zu entzünden und hat halt hier diesen schönen praktischen Stahlgriff. Gut, der Stahlgriff braucht es jetzt natürlich draußen nicht unbedingt, aber trotzdem cooler Feuerstein. Dann habe ich jetzt hier dabei das Victorinox. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welches es ist. Auf jeden Fall ist es ein ganz normales Victorinox mit großer Klinge, mit kleiner Klinge. Dann, was für mich unverzichtbar ist bei Victorinox-Messern, ist wirklich die Säge, weil die halt wirklich sehr, sehr cool ist, gerade bei kleinen Ästen und sowas. Was ich auch immer schön finde, ist halt die Feile. Die ist halt unheimlich praktisch, um mal eben die Fingernägel zu machen etc. Ist zwar eigentlich eine Metallfeile, aber geht natürlich auch für andere Sachen. Dann die Schere, die ist zwar klein, aber perfekt, um zum Beispiel die Dyneema-Schnur zurechtzuschneiden. Dann, ja gut, Kreuzschraubendreher, Quatsch, Schlitzschraubendreher, Dosenöffner. Eventuell den Dosenöffner braucht man draußen vielleicht nochmal. Flaschenöffner, Zahnstocher, Pinzette. So, die wichtigsten Sachen sind hier drin enthalten. Finde ich halt unheimlich praktisch. Und es passt halt sehr gut in die Dose rein. Die Magnete, die machen mir hier das Leben echt schwer. So, dann Rettungsdecke. Man sieht es jetzt hier nicht, aber tatsächlich sind das sogar gleich zwei Rettungsdecken, die ich hier verpackt habe. Ah, gut, man sieht es vielleicht hier. Ich will die jetzt ungern rausholen. Sonst fallen die mir auseinander, aber ihr seht, es sind zwei Stück. Ganz einfach aus dem Grund, die haben eine Breite von 160 cm, eine Länge von 220 cm, also 2,20 m mal 1,60 m. Das reicht beispielsweise, um sich damit ein ganz kleines Tarp zu bauen, einen ganz kleinen Unterschlupf. Natürlich perfekt kombiniert mit der Dyneema-Schnur. Und die zweite Rettungsdecke ist einfach da, um sich etwas vor der Kälte schützen zu können, beziehungsweise im Sommer vor der Hitze. Und deswegen zwei Rettungsdecken. Aber falls es mal nicht kalt sein sollte, kann man die beiden Rettungsdecken natürlich miteinander verbinden. Dafür halt das Klebeband. Das heißt, man faltet eine Rettungsdecke so ab, dass nur eine kleine Ecke über einen quergelegten Ast drüber liegt.
Dann kann man die schon mal mit etwas Klebeband da fixieren. Die zweite Decke oben drüber. Und dann kann man quasi aus einem 1,60 Meter mal 2,20 Meter halt ein ungefähr 3 mal 2 Meter Tarp machen. Und hier ist halt der Vorteil, unheimlich dünn, gut reißfest. Also ich sage jetzt nicht, dass sie unzerstörbar ist, aber sie ist halt gut reißfest. Und im Notfall ist man sicherlich froh, wenn man sowas dabei hat. Und zu guter Letzt natürlich, was bei mir generell nicht fehlen darf, sind halt Kopfschmerztabletten, dann Allergietabletten und Durchfalltabletten. Und das ist halt dieses kleine Setup, was ich mir hier in die Dose reingepackt habe. Ihr seht es, da hat also wirklich einiges reingepasst. Und ich finde, dass man zumindest für die schwierigsten Situationen gut ausgestattet ist. Natürlich kann man in so eine kleine Dose jetzt nicht unbedingt alles reinpacken, was man benötigen würde, um 4 Wochen lang im Dschungel zu überleben. Aber es sind halt alles Gegenstände, die einem das Leben wesentlich einfacher machen, wenn man das Zeug dabei hat. Und aus dem Grund finde ich das Setup eigentlich ziemlich cool. Der Magnet übrigens, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber ich finde es halt unheimlich praktisch zum Magnetfischen. Also jetzt nicht so, wie das manche machen, am See da nach irgendwelchen historischen Sachen zu fischen, sondern einfach, wenn beispielsweise der Schlüssel mal in Gulli reingefallen ist, was ja mal passieren könnte oder ähnliches, dann hat man halt hier so einen unglaublich starken Magnet dabei, der ist wirklich die Hölle. Und Schnur dran machen, reintauchen, rausfischen und schon hat man seinen Schlüssel wieder zurück. Finde ich halt auch sehr, sehr praktisch. Wie gesagt, es ist natürlich ein kleines Setup. Man hat jetzt nicht zwingend alles dabei, was man benötigt. Zum Beispiel wäre jetzt hier gar kein Essen dabei. Man muss halt also wirklich darauf setzen, dass man sich irgendwie was fangen oder sammeln könnte. Aber natürlich ist man, glaube ich, trotzdem froh, wenn man vielleicht so ein kleines Set dabei hat, als wie im Vergleich dazu gar nichts. Und ich finde es halt ungeheuer praktisch, sich diese kleinen Dosen so zurechtzupacken, wie man das halt cool findet, beziehungsweise alles reinzupacken, wo man glaubt, okay, das kann mir helfen. Und auf der anderen Seite ist es so, die Dose, die schmeiße ich mir einfach in den Rucksack rein, wenn ich irgendwie wandern gehe, habe die wichtigsten Sachen dabei. Ich habe natürlich trotzdem immer mein Erste-Hilfe-Kit dabei. Das ist halt so ein kleines Notfallpäckchen, was man halt fix und fertig kaufen kann mit Mullbinden etc. alles drin. Und ja, in Kombination mit dem Kram hier ist man auf jeden Fall auf der sicheren Seite und kann schon eine Zeit lang gut überstehen. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mir gerne einen Like und einen Kommentar da. Abonniert den Kanal, um zukünftige Dosen nicht zu verpassen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.